In diesem Tutorial werden wir als erstes die Zusammenhänge zwischen Eigenwerte, Eigenräume und Eigenvektoren besprechen und danach anhand von verschiedenen Beispielen sehen, wie man sie berechnen kann. An dieser Stelle werden wir uns kurz die Ansätze anschauen, um die dadurch resultierenden Zusammenhänge zu verstehen. Bereits bekannt sollte die Tatsache sein, dass die Eigenwerte die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass das Aufstellen des Polynoms sowie die Bestimmung der Eigenwerte bereits bekannt sind. Wenn das nicht der Fall ist, findet ihr in der gleichen Playlist noch ein passendes Video dazu. Und jetzt machen wir weiter. Zur Erinnerung, der Ansatz zur Bestimmung der Eigenwerte lautet Determinante von a minus lambda e gleich 0, wobei e natürlich die Einheitsmatrix ist. Die Eigenwerte oder die Nullstellen dieses Polynoms werden hier an dieser Stelle bezeichnet mit Lambda 1, Lambda 2 und so weiter. Die Eigenräume, hier bezeichnet mit V vom Vektorraum, sind die Lösungsmengen von linearen Gleichsystemen der folgenden Form. Und an dieser Stelle wird es jetzt interessant. Wir versuchen jetzt zu verstehen, wie diese Formel an dieser Stelle aufgebaut ist. Also, wir haben ein lineares Gleichsystem, und zwar ein homogener wegen der gleich 0 hinten. Und der vordere Teil ist wie folgt aufgebaut. Wir haben a minus lambda i, also das jeweilige Eigenwert, mal die Einheitsmatrix. Also dieses lambda i steht für alle Eigenwerte, die wir haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt so wie oben drei Eigenwerte haben, dann werden an dieser Stelle drei verschiedene lineare Gleichsysteme entstehen, die wir lösen müssen. Und die Lösung dieser linearen Gleichsysteme oder die Lösungsmengen sind genau die gesuchten Eigenräume. Dabei sind die Eigenvektoren ein Teil der Eigenräume. Wie ist das denn zu verstehen? Und zwar, die linearen Gleichsysteme sind immer mehrdeutig lösbar. Das bedeutet, wir sind gezwungen, an einer bestimmten Stelle 1 oder 2 Parameter einzufügen. Dadurch entstehen als Lösungsmengen entweder Geraden oder Ebenen. Wenn das immer noch nicht so bildlich klar ist, gleich werden wir Beispielaufgaben rechnen. Ich glaube, da klärt sich das Ganze. Unser erstes Beispiel wird sehr einfach sein. Mir geht es nur darum, dass ihr die Ansätze und den Lösungsweg versteht. Deshalb nehmen wir als erstes jetzt eine 2×2-Matrix. Und unser erstes Ziel ist natürlich, das charakteristische Polynom aufzustellen bzw. die Eigenwerte zu bestimmen. Rechts habe ich nochmal die Formel abgebildet. Also, in erster Reihe müssen wir erstmal a minus lambda e ausrechnen. Also, dieses a minus lambda e lautet dann 2 minus lambda, 2, 0 und 1 minus lambda. Und dann brauchen wir die Determinante dieser Matrix. Also, Determinante von 2 minus lambda, 2 und 0, 1 minus lambda. Mit dem überkreuzten Produkt, also erstmal das mal das. Dann haben wir 2 minus lambda mal 1 minus lambda. Und minus 0. 0 mal 2 sind 0. Also, das ist unser charakteristisches Polynom. Ich schreibe es nochmal sauber hin und von dem brauchen wir die Nullstellen. Also, dann haben wir 2 minus lambda mal 1 minus lambda gleich 0. Mit dem Satz von Nullprodukt können wir sofort sagen, lambda 1 ist 2, beziehungsweise lambda 2 ist 1. Also, das sind die Eigenwerte. Jetzt erinnern wir uns daran, wir müssen lineare Gleichsysteme bilden. Die Form habe ich rechts wieder abgebildet. Also wir nehmen unser erster Eigenwert, beispielsweise lambda 1 ist gleich 2, und setzen in diesem linearen Gleichsystem ein. Also wir haben dann an dieser Stelle a 2, 2, 0, 1 minus lambda i mal e, also in diesem Fall 2 mal die Einheitsmatrix, 1, 0, 0, 1, und fassen das erstmal zusammen. An dieser Stelle haben wir dann 2 minus 2 sind 0, 2 minus 0 sind 2, 0 minus 0 sind natürlich 0 und 1 minus 2 sind minus 1. So, und jetzt machen wir daraus ein homogenes lineares Gleichsystem. Das bedeutet, ich schreibe es jetzt in der Matrixform 0, 2, 0, minus 1 mit 0, 0 hier. Und wir erinnern uns, die erste Spalte entspricht x1 allgemein und der zweiten Spalte x2. So, wir können bereits erkennen,
dass wir nur bei x2 Werte in beide Gleichungen haben. Das bedeutet, aus der letzten Zeile folgt, dass x2 0 ist, also minus 1 x2 wäre 0, also x2 ist 0. Und genauso aus der ersten Zeile, ebenfalls x2 ist gleich 0. Naja, was ist dann mit x1? x1 kann jeden Wert annehmen. Aus diesem Grund definieren wir es eigentlich als Parameter t mit t-Element von r. Also, kurz gesagt, unser Lösungsvektor lautet dann entsprechend nicht anders als t und 0. Das können wir auch ein bisschen anders schreiben, beispielsweise so: v vom Lambda 2 von der Matrix A. Also, ihr seht schon, das bedeutet, das ist der Eigenraum, ist gleich t wird ausgeklammert und dann bleibt hier eine 1 und hier eine 0. Das, was ihr hier seht, ist eine Geradengleichung. Der Stützvektor wäre dann 0, 0, 0 und das ist hier der Richtungsvektor und das entspricht dem Eigenraum. Der Eigenvektor, einer der passenden Eigenvektoren dazu, ist natürlich 1, 0. Genauso verfahren wir auch für den zweiten Eigenwert. Das war ja 1. Das bedeutet, wir bilden wieder unsere Matrix hier. 2, 2, 0, 1 minus 1 mal 1, 0, 0, 1 ist gleich 2 minus 1 und natürlich 1, dann wieder 2, dann 0 und 1 minus 1 ist ebenfalls 0. Also, das ist die neue Matrix. Und dann bilden wir wieder ein homogenes lineares Gleichungssystem. Also mit 0 hier hinten natürlich. So, und jetzt haben wir eigentlich nur eine Zeile hier oben. Deshalb schreiben wir sie kurz in Abhängigkeit von x1 zu x2. So, dann haben wir an der Stelle x1 plus 2x2 sind 0. Um das Ganze zu lösen, müssen wir wieder eine der x mit dem Parameter belegen. Ich werde an dieser Stelle x2 gleich t wählen. T ist wieder Element von r. Und somit setzen wir hier ein und bestimmen x1. Also x1 plus 2t 0. Daraus folgt, x1 sind dann minus 2t. So, Lösungsvektor sauber geschrieben. Bedeutet minus 2t und t. Und das passende Eigenraum dazu wäre dann v1 von a. Wir klammern erneut t aus. Und dann bleibt an dieser Stelle nur minus 2 und 1 stehen. Natürlich steht hier vor dem t eine 1. So, das ist wieder der Eigenraum. Und der Eigenvektor wäre dann minus 2 und 1. Für unser nächstes Beispiel habe ich eine 3x3 Matrix mit der gleichen Aufgabenstellung ausgewählt. Als erstes brauchen wir natürlich wieder das charakteristische Polynom. Hier rechts kurz der Ansatz dafür. Ich will diese Rechnung ein bisschen abkürzen, sonst dauert die Aufgabe ewig und 3 Tage. Deswegen hier erstmal die Matrix in Abhängigkeit vom Lambda. Dann die Determinante dieser Matrix bringt uns auf diesen charakteristischen Polynom. Und den müssen wir jetzt, die Nullstellen dieses Polynoms oder die Eigenwerte, müssen wir jetzt mit Hilfe der Polynomdivision bestimmen. Kurz zur Erinnerung, wenn man für die Polynomdivision einfach eine Nullstelle sucht, dann kann man hier von dem hinteren Koeffizienten die Teiler ausprobieren. Damit meine ich, die Teiler von minus 27 sind plus minus 1, plus minus 3, plus minus 9 und plus minus 27. Man setzt schön der Reihe nach ein und in diesem Fall findet man bei 3 eine Nullstelle, also Lambda wäre 3. Und das bedeutet, unser lineare Faktor für Polynomdivision würde dann Lambda minus 3 heißen. Also die 3 einfach rüberbringen, dann hat man Lambda minus 3. Und wenn wir diese Polynomdivision durchführen, dann kriegen wir am Ende zwei verschiedene Lösungen raus oder zwei Eigenwerte. Einmal Lambda 1 mit minus 3 und dann einen doppelten Eigenwert mit 3. Mit dieser Eigenwerte werden wir dann die passenden Eigenräume bestimmen. Ansatz dafür steht auf der rechten Seite. Das bedeutet, wir bilden jetzt zwei lineare Gleichsysteme, die wir lösen müssen. Erstmal mit dem ersten Eigenwert. Also
Dieser lineare Gleichsystem entstand durch Einsetzen von minus 3 in dieser Matrix hier oben. Und das ist ein homogener lineares Gleichsystem, weil hier auf der rechten Seite eine 0 stehen. Also mit Addition und Gauss-Verfahren legen wir los und wir wollen die sogenannte Stufenform hier erreichen. Das bedeutet, als erstes muss die 1 hier weg. Deshalb nehme ich die zweite Zeile mal minus 5 und addiere sie mit der ersten. Also wir haben dann 5, 1, minus 2 und 0. Dann hier an der Stelle eine 0. Hier haben wir dann minus 24. Und hier minus 12 ist natürlich auch 0. Und im gleichen Schritt mache ich hier noch eine 0 mit der zweiten Zeile. Die nehme ich dann mal 2 und addiere sie mit der dritten. Also 0, dann 12 und 6 ist wieder gleich 0. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist eine 0 an dieser Stelle. Dafür nehme ich die dritte mal 2 und addiere sie mit der zweiten. Das bedeutet für uns, die ersten zwei Zeilen bleiben unverändert. Also, die schreibe ich auch ab an dieser Stelle. Dann 0 minus 24 minus 12. Und unten beim Addieren fällt dann alles weg. Und das bleibt übrig. Kurz gesagt, wir haben ein mehrdeutig lösbares lineares Gleichsystem. Also, wir erinnern uns, diese Spalte stand für x1, das ist die Spalte für x2 und das für x3. Wir müssen jetzt in der zweiten Zeile für einer dieser x Parameter einfügen. Ich werde mich jetzt entscheiden für x2, also x2 ist t mit t Element von r. Eingesetzt sieht das Ganze dann so aus, minus 24t minus 12 x3 sind 0 und dann werden wir einfach nach x3 umformen, somit ist x3 nichts anderes als minus 2t. Somit haben wir schon die ersten zwei Lösungen, x2 und x3. Und für x1 setzen wir natürlich hier in der ersten Zeile. Die schreibe ich nochmal kurz auf. Also x1, besser gesagt, wenn wir einsetzen, 5x1 plus t minus 2 mal minus 2t sind 0. Das hier zusammengefasst ergibt 5t, die bringen wir rüber mit minus 5t. Und dann kriegen wir für x1 einfach minus t raus. Das wäre die letzte Lösung. Also unser Lösungsvektor x lautet dann in Abhängigkeit von t minus t, t und minus 2t. Und das dazu passende Eigenraum v von minus 3 von a ist dann gleich, wir klammern das t raus und haben wir dann minus 1, 1 zu minus 2. In diesem Fall ist der Eigenraum eine Geradengleichung, wieder mit dem Stützvektor als Koordinatenursprung. So, das war unser erster lineares Gleichsystem. Für den zweiten Eigenwert, Lambda gleich 3, kriegen wir ein weiteres lineares Gleichsystem raus, das wir auch lösen müssen. Also, ich habe die 3 genommen und hier oben wieder eingesetzt, dadurch ist diese Matrix entstanden. Da geht es natürlich wieder los mit dem Additionsverfahren. Als erstes will ich hier eine 0 haben, deshalb addiere ich einfach die ersten zwei Zeilen. Also, die erste bleibt unverändert, 1 minus 2 und 0. Dann habe ich hier 0, 0, 0 und 0. Und im gleichen Schritt möchte ich hier noch eine 0 haben, dafür nehme ich die zweite Zeile mal 2 und addiere sie mit der dritten. Dann habe ich ebenfalls 0, 0, 0 und 0. Und damit sind wir schon vorzeitig fertig. Das bedeutet, das LGS hat wieder unendlich viele Lösungen. Und wenn ich jetzt die erste Zeile in Abhängigkeit von x herausschreibe, dann wird sie wie folgt aussehen. Minus x1 plus x2 minus 2x3 ist gleich 0. Hier haben wir ein weiteres Problem. Wir haben eine Zeile und drei Unbekannten. Das bedeutet, wir müssen zwei dieser x mit Parameter belegen. Ich werde mich jetzt für x2 und x3 entscheiden. Also ich sage einfach x2 ist t und x3 ist meinetwegen s mit t und s Element von r. Ab jetzt zählen das als bekannte Lösungen. Wir setzen sie ein und formen nach x1 zu. Also minus x1 plus t minus 2s sind 0. Dann schieben wir t und s rüber. Minus t und plus 2s habe ich minus x1 ist gleich minus t plus 2s, das Ganze mal minus 1, x1 ist dann
t-2s. So, und das sind unsere drei Lösungen. Die schreiben wir jetzt auch in einen Lösungsvektor hin, in Abhängigkeit von das, was wir haben. Also, der würde dann wie folgt aussehen. Und zwar die erste Zeile ist das x1, t-2s. Die zweite Zeile ist dann x2 mit t. Und die dritte Zeile ist dann x3 mit s. Wenn wir das Ganze ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir an dieser Stelle, nachdem wir ein paar Lücken auffüllen, es ist in diesem Fall keine geraden Gleichung, sondern eine Ebenengleichung. Sie hat ja zwei Richtungsvektoren, deshalb v3 von a ist dann, wenn wir die Parameter nach vorne ziehen, t mal 1, 1, 0 plus s mal minus 2, 0, 1. Also das ist die Parameterform einer Ebenengleichung. Das wäre der Eigenraum und diese zwei wären zum Beispiel die Eigenvektoren. Noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Wir haben jetzt für diesen doppelten Eigenwert, Lambda gleich 3, als Eigenraum eine Ebene rausbekommen. Das ist die rechts unten. Es muss allerdings nicht immer so sein. Also wir können einen doppelten Eigenwert haben, aber der Eigenraum kann natürlich auch eine Gerade sein. Ihr habt jetzt gesehen, wie man mit Hilfe der Eigenwerte die Eigenräume bzw. die Eigenvektoren bestimmen kann. Vergiss nicht, das sind wichtige Grundlagen für den Umgang mit Matrizen. Ein anderer Hinweis: Matrizen, die das gleiche charakteristische Polynom, die gleichen Eigenwerte, die gleiche Spur und Determinante haben, heißen ähnliche Matrizen. Und wenn ihr noch weitere Tutorials zu Matrizen sucht oder zu linearer Algebra, findet ihr das alles in der gleichen Playlist.